Habadi, meine Freunde, und herzlich willkommen zurück zu einem neuen LS22 Single Let's Play hier auf der Gemeinde Rade. Wenn euch das Video gefällt, lasst mir ein Like und ein Abo da. Schreibt mir ein Feedback in die Kommentare und lasst mir wissen, wenn irgendwas war, das sagt, du pass auf, das kann man feiern. Besser. Genau. So. Jetzt nehmen wir wieder Gobi hier. Schwingt einmal und stöhnen uns auf Zeiten, weil dann können wir schnell filtern. Da ist er. Und nach dem Filtern müssen wir halt dann noch schnell einstrahlen. Weil der Kill braucht auch wieder ein wenig Stroh, wie gesehen hat. Oder die wollen ja wieder ein viel Strohbett haben. Das kriegen sie jetzt dann auch wieder und ja, dann schauen wir halt einfach einmal. So, der Mai ist da, der Mai hat viel, bringt viele Überraschungen. Mioma ist erste, Mioma ist, also was soll das erste, Mioma ist Silo gekriegt für Biogas. Da machen wir auf ein Silo-System, weil wir können einfach durchfahren, durch die Bisch durch, können wir durchfahren, da hat uns das Bauunternehmen nur einen schönen Weg durchbaut. Oh, leck ist zu schnell. Es ist viel zu schnell. Und dann habe ich gesagt, ja gut, okay, wenn es ja so ist, dann passt es ja, dann schauen wir halt mal. So. Da sind wir fertig mit dem. Dann stellen wir den jetzt wieder zurück. Zuck, 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 zuck. Ja, den lassen wir jetzt so stehen. Passt, da können wir jetzt Fälche wieder fressen, dann gehen sie jetzt nur wegen Stroh und dann drehen wir uns um. Wobei, na, es wird eh nicht drin, dann können wir eigentlich schnell. Genau, jetzt werden wir erst Flüssigdünger ausbringen auf den Mais und auf die Sojaacker. Und dann den wir ums, den wir dann schnell einstrahlen, weil noch passt das. Weil er fährt, um es jetzt braucht, da bin ich drum umgekommen und ja. So, aber bevor wir jetzt irgendwas machen, fahren wir jetzt nochmal schnell am Ding raus. Da hinten raus, also da geht der Weg raus, die Palettengobin werden noch weggestellt. Da geht dann der Weg um. Und da hier hinten wird jetzt ein Biogas gebaut. Ich habe mir jetzt umentschieden, weil da vorne möchte ich eventuell einen zweiten Kostürmer hier bauen. Deswegen bauen wir da hier hinten am Biogas hin und ja. Weil da können wir nämlich auch die Silo von da einfach da umfahren mit dem Bulldog. Vor allem gut, wahrscheinlich werden wir dann 100.000 Mal hin und her fahren, Black sagt, aber ganz ehrlich, das ist mir wurscht, weil klar, irgendwann kommt der TSK-Lader, irgendwann kommt da vielleicht oder sogar ein Rautlader oder was. Vor allem, aber was da die Netze damit schon wollen, wisst ihr, da war ja Schmarrn. Deswegen machen wir das jetzt am Anfang mit dem Bulldog, das geht eigentlich. Da schmeißen wir immer am Tag, was weiß ich, 50 Kubikmeter rein oder was. Also brauchen wir eine saubere Masse an Silo. So, Allgard eine und Spritze an. Ja, Vorgasserladen vielleicht nicht schlecht. Jedes Mal bleibe ich mit dem Gestänge an irgendeinem kacken Baum hängen. Naja, ist mir jetzt auch wurscht. So. Dann werden wir jetzt mal da in Flüssigdünger ausbringen und dann. Irgendwann werden wir. Ich weiß jetzt nicht, ob wir jetzt an dem Tag noch groß machen oder erst am nächsten Tag, aber das wird definitiv auch kommen, dass wir noch groß machen und voll dagegen steuert. Himmel, Herrgott, kurze Fix. Alter, um den Mistberg hergeschoben, ey. Ja, das geht jetzt nicht.
Wie oft will mich noch die Birken jetzt nur festhalten? Jetzt aber. Geht doch. Aber jetzt muss ich wegen einer kommen. Ja, aber da kommt nämlich schon gleich die nächsten. Himmel, Herrgott. Ist das ein Scheiß. Aber jetzt passt's wieder. Bombe. Ja, es ist halt außen noch immer so wegen einer Hika-Geschichte, sag ich einmal. Von dem her. Ja, wir müssen damit leben. So, jetzt mal, aber ist ja wurscht. So, dann machen wir jetzt mal eine GPS-Kursaufnahme. Ah, okay, der gibt mir jetzt so aus, wie wir gewalzt haben. Ja, gut, damit kann ich. Was? Ich hab gemeint, ich hab den mit. Drei. Hab ich den bloß mit 7. Alter, ich hab den echt bloß mit 27 Meter gekauft. Ich hab gemeint, den hab ich mit 33 Meter gekauft. Ist mir wurscht. Hauptsache ich kann einen Flüssigdünger ausbringen und. Kann meine Felder herrichten zum Ernten. Jetzt bin ich eh gespannt, ob mir der Flüssigdünger komplett gelangt oder ob der wieder nicht gelangt. Weil mit meinem Duselbauer gelangt er sowieso wieder nicht. Da muss ich mindestens einmal auffüllen. Aber das ist ein anderes Thema, hätte ich gesagt. Ich finde das Bombe, dass die Bauanträge alle genehmigt worden haben für die Biogas. Ich habe gesagt, es wird eine 99 kW BGA, weil der sie relativ schnell anzahlt. Im Falle, wenn es ist, kann man ja auch wirklich einmal hergehen und kann sagen, man baut jetzt, man reißt jetzt die alte weg und baut eine größere. Beziehungsweise das Einzige, was im Normalfall dann eigentlich immer anders gebaut werden Mo ist der Feststoffeintrag, aber das ist ja. Das ist irrelevant. Von dem her war das wurscht. Wurscht mit Kass war das. Hätte ich gesagt. Na, aber ich bin jetzt am Überlegen. Wie mache ich das jetzt am letzten? Ich überlege jetzt bloß gerade was. Ich hab's. Passt, so machen wir's. Und zwar werden wir definitiv hergehen. Und werden die. Mal was ausschauen, dass wir nicht irgendwo hängen bleiben. Und ich sag's halt auch noch. Wir werden jetzt groß isolieren komplett und wir werden den Mais komplett isolieren und. Also, den ersten Schnitt jetzt, den machen wir jetzt komplett. Alle zwei Wiesen bei mir haben. Und in. Und dann beim nächsten Mal machen wir bloß eine Urwiesen an. Müssen wir halt schauen, was wir dann machen. Also, natürlich, wenn Biogas bis da vierte Bauart ist und alles. Klar, dann müssen wir erst mit Biogas filtern, dass der mal langsam anläuft. Sprich, eine Gülle einpumpen. Dann müssen wir langsam anfangen mit erstmal groß zu saufieren und dann unterwegs ein Mais natürlich. Also Silo haben wir ja an sich da. Plus das Groß von dem Silo. Da werden wir aber bloß das Groß nehmen von dem Silo, dass das Silo relativ schnell leer wird. Weil nicht, dass wir dann das Problem haben, dass wir dann die. Ja, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Dass wir halt einfach, dass wir die Biogas langsam dann zum Laufen gehen und dann sollte man das aber auch sauber hingehen. Ja, gut, sei fix, jetzt hau ich den Birken ein, bald davon, ohne Witz jetzt. Jetzt bald werden sie geköpft.
Ja, aber so ist mein Plan und ja, so werden wir es, denke ich, auch mal machen, weil alles andere war in meinen Augen nicht wirklich sinnvoll. Na? Aber das. Das machen wir schon, das passt. Ja, doch, das machen wir. Das machen wir, das passt. Und dann sehen wir schon, wer es wird. Das Schöne ist halt, die Sojacke haben gleich direkt nebeneinander, da und da drunter eine Jacke. Also, der da und der da da. Das ist eigentlich perfekt, weil die schön noch beieinander liegen und mir auch so dann wesentlich sauber arbeiten können. Und wir haben halt auch nicht lange Fahrt stecken zum Silo zum Beispiel oder vom Hof zum Acker oder was. Mein klar, das ist nicht immer vermeidbar, irgendwann geht es nicht anders, da wie zum Beispiel bei der Wiesen bei der zweiten. Aber ansonsten geht das eigentlich. Ja, wie gesagt, die werden wir auf jeden Fall, die werden wir Oman mit. Da kriegen sie alle zwei, gehen dann ein wenig an Dünger drauf. Also, weiß ich, ob wir bis dato dann noch Gülle haben oder weh oder was. Glaube ich zwar nicht, aber weil wenn nicht dann fahre ich halt überhaupt keinen Dünger auf, dann fahre ich dann auch nochmal dafür ein bisschen mehr auf. Das kriegen wir schon, das passt, hätte ich gesagt. Das machen wir schon, das passt. Aber das ist jetzt echt ein wenig. Ja, das. Es läuft schon, das passt, hätte ich gesagt. Und den Rest müssen wir schauen, wer es wird. Beim Rest müssen wir noch schauen, wenn wir es mal. So einfach ist es. Aber ich glaube, wir werden jetzt dann echt einmal affen vor meinen. Schaut mir mal die eine Seite komplett weg, wenn es schon nicht laufen mal. Weil es kann man sich ja frei belegen, das ist alles coole. Und dann schaut man einfach etappenweise wieder zu. So. Ja, also ich zeige mal nur ganz kurz was. Also, wie gesagt, einen Plan habt ihr gesehen. Weil ich es machen möchte und ja, ich meine, dass wir da mal das Material da mal wegkriegen, von einer Wiesn vor allem ist das gewesen, da von dem anderen Acker, da den Meisterwing loswerden und alles. Und wenn wir das dann alles haben, dann moin die passt, wie schaut es bei Ikeas? Campen wir mal wieder. Dann moin ich mal jetzt bald mal wieder der Müll. Oh ja, dann mal jetzt bald mal wieder der Müllfeuer kommen. Oder müssen wir selber fortfahren heute? Halt. Wir selber fortfahren. Ah ja, das werden wir vielleicht auch noch demnächst mal und dann schauen wir mal weiter, was läuft und dann sehen wir schon, hätte ich gesagt, ne? Aber gut, meine lieben Freunde, ich sehe gut, wir sind schon wieder am Ende von der heutigen Folge angekommen. Ich bedanke mich wie immer bei euch fürs Zuschauen, hoffe natürlich, weil immer euch hat das wieder gefallen. Letztes Mal ein Like und ein Abo da, schreibt mal ein Feedback in die Kommentare und ich dazu sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin wünsche ich euch was, haut rein, wir hören uns, bis dann, ciao, ciao.